Zurück zu einem neuen Part. Big Sim Brother mit mir und... Mit mir, der Babsi. Ja, hallo. Und mit Andreas. Und mit dem Andreas, ja. Genau. Und mit der Caro. Und mit noch einem. Ja, halli, hallo. Wir lassen die Zeit mal direkt ein bisschen laufen. Wir hoffen, euch gefällt das Projekt bisher ganz gut. Was ist mit dem Timmy los? Oh, der hat aber ganz schnell Flitzkacke. Der muss dringend aufs Klo. Nicht, dass er das mal vor der Aufnahme machen könnte. Nein, jetzt direkt. Ja, apropos Aufnahme, was ist denn letzte Woche passiert? Musetag, genau. So, der Pool hatte einen ganz hohen Stellenwert letztes Mal, oder die Pools. Und die Marion, die war dafür, dass sie ein Einzelgänger ist, sehr sozial. Und die Steffi war so ein bisschen im Fokus. Die hat sich nicht so ganz verstanden gefühlt von den anderen Bewohnern. Dem dann auch so ein bisschen versucht entgegenzuwirken und einfach mal so bei der Elena, glaube ich, über die Lunaria gelästert. Genau. Ja. Aber das fand ich auch nicht so gut. Nee, das war, sie hat irgendwie nichts, sie konnte das nicht kitten, das letzte Mal. Also, ja. Genau. Ja, und wir hatten jetzt vorgehabt, unser Glücksrädchen hier zu benutzen. Das hatte die Babsi, glaube ich, auch von der Lunaria gezeigt bekommen oder so. Genau, oder die nimmt weiß das ganz gar nicht. Gerne. Genau, und da gucken wir jetzt mal eben rein. Ja, hier hat sich die Babsi schon Gedanken gemacht, was wir unseren Sims so antun können. Und dann würde ich sagen, klicken wir jetzt einfach mal in die Mitte. Ich habe es noch nie gemacht. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Klick. Oh. Und? Und jetzt? Mal gucken, ob das gut ist oder was Schlechtes ist. Wir veranstalten eine Party! Wie schön, dass du das machen musst. Scheiße! Also. Schön! Na gut, dann schicken wir die Bewöhnchen, wollte ich schon sagen. Bewohner schlafen. Die Bewöhnchen. Und ich glaube, die sind eh schon alle müde. Und dann veranstalten wir morgen eine Party. Ich bin gespannt. Ich freue mich da ja richtig drauf. Ich bin auch vor allem gespannt, wie gut es funktioniert. Weil ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob du... Wobei doch, du kennst... Die kennen ja auch externe Sim schon. Da laden wir einfach mal ein. Haben wir euch das mal gezeigt, wen Andreas alles so kennt? Ich zeige euch das mal. Guckt euch Andreas Freunde an. Lauter Tiere, ja. Ja. Der Andreas ist halt sehr tierlieb. Wir laden Tiere ein. Okay, bis später. Tschüss. Aber ich glaube, wünsche euch allen eine gute Nacht. Danke. Das ist der Kelvin, glaube ich. Ah ja, genau. Guten Morgen, Herzensbrecher. Feli! Feli ist wach. Hallo, ich bin die Feli. Ich wohne auch hier bei den anderen Bewohnern. Und Big Brother hat gesagt, man soll sich wohl vorstellen. Und ich mach das jetzt mal eben. Also ich bin künstlerisch. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht schon gesehen hat. Ich bin eigentlich auch immer freundlich und lese wirklich gerne. Und ich liebe Tiere, wirklich, ich liebe Tiere, jede Art von Tiere. Vielleicht so kleine Insekten nicht, aber sonst ist alles gut. Und ich bin eigentlich auch richtig ehrgeizig, aber manchmal, ja, muss ich mal aus mir rauskommen. Guten Morgen, Feli. Guten Morgen, Big Sim Brother. Deine Aufgabe ist es, heute eine Party auf dem Grundstück auszurichten. Viel Spaß dabei. Also... Big Sim Brother hat halt gesagt, ich soll eine Party organisieren. Ich traue mich irgendwie nicht so ganz, aber die anderen verlangen das wohl von mir und... naja, dann versuchen wir es mal und vielleicht wird das ja trotzdem ganz gut. Feli freut sich. Die guckt schon so an die Decke. Oh. Die Feli hat hier irgendwie immer so ein bisschen... Die kam mit anderen Erwartungen hier rein. Ich bin mir ziemlich sicher. Ja, genau. Ja. Die dachte sich, das wird so ein toller Urlaub, Mädels und Spaß oder so, aber irgendwie sind hier viel zu viele verrückte Leute und ja, so ganz zufrieden ist sie, glaube ich, nicht. Tja, Feli, du hättest dir die allgemeinen Geschäftsbedingungen besser durchlesen sollen. Jetzt kommst du aus dem Vertrag nicht mehr raus, ja? Ich bin so gespannt, let's go. Ob sie überhaupt externe Leute kennt. Ja, guck mal. Wow. Okay, wem laden wir ein? Einfach alle? Außer das Kind? Oh. Also ich bin ja große Partys gewohnt. Kind auch. Ja, let's go. Wir feiern eine Kostümparty. Oh mein Gott. Okay, wie viele? Ich sag drei Würstchen.
Zwei Astronauten. Nein, ich weiß es nicht. Mir fällt gerade nicht ein, was man sich alles verkleiden kann. Polizist kann man sich auch, glaube ich, verkleiden. Ansonsten ist doch niemand wach. Aber Feli kann ja auch noch einen Pizzamann hier kaufen. Ach, kaufen. Einen ganzen Pizzamann. Pizzaboden. Eine Pizza bestellen. Wessen Handy klingelt hier? Irgendein Handy klingelt. Mach mal ein blödes Handy. Ach, da hinten in der Mitte. Wer schleppt denn da die? Caro. Die Caro? Nein, nein. Caro, vielleicht ist das ja ihr Wecker. Ach, und ein DJ hast du gesagt. Ja, probier mal, ob das geht. Ich weiß es nicht. Ich habe noch nie einen DJ bestellt. Die organisiert jetzt alles. Doch, da. Ein Barmixer auch. Boah, ja dann, komm, alles. Wir gönnen uns alles. Let's go, sonst hat man nie Geld, um sich das alles zu kaufen. Das stimmt. Das stimmt. Und wir müssen uns nicht mal eine Geburtstagstorte kaufen oder so. Ach scheiße, der kommt ja jetzt, ne? Ja, dann zahlen wir den ganzen Tag. Komm. Ja. Wir glühen die halt schon vor. So, was denn noch? Ein Sänger, ein Akrobat, ein Zauberer. Kind ist dabei, ja? Kannst du einen Akrobaten oder so mitschicken? Ja, komm. Ein Akrobat kommt auch. Hatte ich auch noch nie da. So. Also wir testen heute echt alles. Nee. Ja. So, danke, Feli, für deine Bemühungen. Und jetzt höre ich wieder auf, mit dir zu spielen. Ich schmeiß einfach unser ganzes Geld raus. Ja, ehrlich. Und freut sich, ja. Sie geht gleich zu Calvin und feiert das. Calvin, wir machen heute eine Party. Dem wird das gefallen. Ja, bestimmt, da kommen neue Frauen. Er hat ja nicht genug. Der Grace ist auch schon wach. Und die Akrobatin ist da. Wir haben keine Bar, oder? Doch, unten. Doch, wir haben unten eine Riesenbar. Und ein Pult, ein DJ-Pult auch, ne? Ja. Ja, perfekt, wir haben alles. Ihr habt nichts gesagt, alles gut. Mutti ist auch schon wach. Aber guck mal, die wachen jetzt alle so langsam ein bisschen auf. Hallo, ich heiße Siegfried Dugan. Okay, Siegfried. Und werde mich mit meinen Mixen-Fähigkeiten um all deine Bedürfnisse kümmern. Ich fange sofort mit der Arbeit an. Yay. Siegfried, danke. Wohlstand und Reichtum, boah. Ey, diese Leute, die hier hinkommen, die stehen auch schon wieder hier auf jeden von unseren Bewohnern. Ja, natürlich. Die haben einfach schicke Bewohner. Das sind voll die reichen, gut aussehenden Leute hier. Ja, guck, die Mutti quatscht schon hier mit einem. Ja, gleich warm halten. Ja, ja, ja. Machen wir mal ein Fötü. Ja, gut. Ja, die reden darüber, dass das Wetter so toll ist. Ja, Siegfried gefällt mir halt eigentlich gar nicht. Aber wer weiß, vielleicht zieht er ja ein irgendwann. Ja, ich hoffe nicht. Vielleicht kommt da noch ein Roy. Vielleicht solltest du doch einen Zauberer einladen. Nee, Siegfried und Roy waren ja, das genau. Zauberer? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Da ist die Feli schon wieder. Hat ihren Rundgang beendet. Mein Gott, guck mal hier, die Autos. Tja. So, sind jetzt mal alle wach? Sarah ist gerade wach geworden. Da unten ist der Babsi, der Andreas. Der Babsi schläft noch. Dem ist schon wieder am Baden. Ja, er muss ja gut aussehen. Vielleicht ist ja ein weiblicher Barmixer dann später da. Ja, wer weiß. Ach, guck mal, da ist unsere Akrobatin. Mach was. Da bin ich jetzt aber gespannt. Ich dachte, das wäre schon die erste Verkleidung. Hab mich schon gewundert. Hey DJ, würdest du Dubstep spielen? Alles klar. Was kann ich denn mit ihr machen? Vorstellung ansehen. Ich klick mal einmal mit der Feli drauf. Ich habe noch nie eine Akrobatin oder so angefordert. Also demnach, ich bin ich auch nicht. Total gespannt, was die so fabriziert. Ja. Oh, die fängt schon an, glaube ich, ne? Ah, die wird aber einen Muskelkater am Abend haben. Ja. Was macht die? Ich weiß es nicht. Ich glaube, die spielt Statue oder so. Oder sie wartet bis. Aber worauf? Zuschauer. Oh! Die dehnt sich noch. Guck, die Feli, die wir schon. Die findet das schon interessant. Ja. Alles erledigt, was? Flora? Die zockt uns ab! Ah, nee, das ist der DJ. Willst du mich verarschen? Du warst ein paar Stündchen da. Nee, das geht aber nicht. Aber die macht ja. Trinkgeld, noch. Nee. Die kriegt kein Trinkgeld. Aber guck mal, die macht noch weiter. Na gut. Warum gehen die schon alle? Du gehst nicht. Ui! Wow! Nicht schlecht. Das ist ja auch die Akrobatin. Das ist ja komisch. Alles erledigt. Oh. Wie, du gehst nicht, jetzt? Dass die alle gehen. Ich habe die für den ganzen Tag gewünscht. Ja, ehrlich. Nicht gehen, hallo. Wobei, die bleibt noch. Ich glaube, die geht jetzt schwimmen, oder? Ja. Oh Mann. Doofe Akrobatin, weißt du, und dann vergnügt die sich trotzdem noch hier an unserem Pool.
Blöde Sau. Die holt sich jetzt wahrscheinlich auch irgendeinen Cocktail, was halt viel Geld Ja, kostet wieder genau. und oder schon wieder Ja, minus 200 irgendwas war Prozent. da schon wieder. Naja, Für gut. irgendwas haben wir gerade wieder Geld ausgegeben. Naja, dann gucken wir Wir mal eben, haben was es unsere ja. Bewohner so machen. Ja, das stimmt. Gehen wir erstmal in den Keller, da kommt die DJ-Frau. Wie Doofe geht? Kuh. Tschüss! Du warst eine doofe DJ. Ja, aber DJ. wirklich. Einzig und allein die Barkeeper, auf die kann man sich verlassen. Genau, mein Gott, für was haben wir jetzt schon wieder Geld bezahlt? Das weiß ich auch nicht so ganz. Ja, die Kostümparty beginnt bald. Die ziehen sich, glaube ich, alle selbst ein Kostüm an, oder? Ja, dann haben sie endlich mal nicht Pyjama an. Ja, die haben immer Pyjama an. Das kann nicht sein. Vielleicht kann man da tatsächlich, das könnte man ja vielleicht in die Kommentare fragen, vielleicht gibt es da tatsächlich eine Einstellung im Master Controller, wo wir das irgendwie einstellen können, dass sie beim Aufstehen sich die Alltagskleidung anziehen. Ich bin mir nämlich gerade nicht sicher, Ja. aber es könnte sowas geben. Warte mal, was ist das für eine Musik? Ach so, sie schon wieder. Irgendwer Oh, ist spielt. das laut! Die Sarah, die möchte jetzt Ey. den DJ ersetzen und wundert Nein, sich. das ist voll laut! Ja, selbst ich habe es gehört und sonst höre ich nämlich gar nichts von dem Spiel. Oh, guck mal, Babsi ist wach. Und die hat sich Ja, umgezogen. Ich bin die endlich. Einzige hier mit Anstand. Nee, für Nein, Saja auch. Andreas und Caro auch. Ja, Stimmt. und Vanessa. Hallo Leute, das ist vorbei. Was ist denn mit euch? Die chillen Tja. trotzdem hier alle im Raum. Ihr könnt euch langsam überlegen, als was ihr euch verkleiden wollt. Ja, ehrlich. Geht euch mal alle verkleiden. So geht das hier nicht. Oh, Timmy quatscht hier. Mein Gott, es kommen immer mehr Autos, habe ich das Gefühl. Ja. Steigt halt eine was ist hier große los? Party. Ist hier wieder irgendwie flirty unterwegs und Tim stört wieder? Hi, ich bin auch eine Bewohnerin und ja, wie auch den anderen wahrscheinlich, hat Bixen Brother mir gesagt, ich soll mich vorstellen. Und ich weiß ja nicht, ob euch das interessiert, aber ja, dann mache ich das mal. Ich bin eine Nachteule, wie man das eigentlich. Ja, wohl, letztes Mal hat man das, glaube ich, nicht gesehen. Ich bin relativ früh schlafen gegangen. Naja, macht ja nichts. Und ich liebe Katzen. Also wenn ich mir was aussuchen könnte, dann würde ich nur noch Katzen kaufen. Ich wäre eine richtige Katzenlady und würde auch nur noch Bilder von Katzen malen, weil ich mag auch sehr gerne malen. Und wenn ich das mache, dann müssen die auch natürlich perfekt werden, weil ich bin eine Perfektionistin. Und wenn ich was anfange, dann auch so richtig. Und ihr könnt mich jetzt für verrückt halten, aber ich glaube an so übernatürliche Sachen. So, wisst ihr, wie ich meine? So Feen und Hexen und so. Also das finde ich richtig cool. Und Vampire, boah, richtig cool. Und naja, ich habe da was mitbekommen. Und zwar haben die, ich glaube, Elena heißt die und die Steffi. Die haben einfach über mich gelästert. Also das fand ich richtig doof. Und ja, dann habe ich mir halt überlegt, jetzt wenn wir die Party schmeißen, dass ich als Hotdog gehe, weil ich habe halt gehört, dass andere auch als Hotdogs gehen. Na. Oh, sie ziehen Oh. sich normal an? Okay. Du gehst als Stinky? Nee, du stinkst nicht mehr, hä? Du hast gerade noch gestunken. Ja, ich weiß auch nicht so, was hier los ist. Was ist denn hier los? Der Tim ist Timmy! ein Dresser. Ja! Was mit den anderen? Ja, ein Ein Hotdog! Hotdog! Ich, okay, ich Oh! hab. Oh, Ja, dein zweiter Hotdog! Hotdog! Einen muss ich noch sehen! Jetzt haben wir gleich nur noch Hotdogs. Los, zieht euch alle um. Ja, noch einer. Oh, Wo? ein Kammerjäger oder so. Die Kata? Die Gar steht noch nichts, hä? ganz normal und du auch ganz normal aktuell. Zieht euch um. Du hast dich eigentlich nur im Kreis gedreht, aber nicht umgezogen. Ja. Die zwei Hotdogs hier. Oh, ein Taucher. Wir haben einen Taucher. Ich hab mich auch. Oh, guck mal. Caro? Oh, eine Oh, Prinzessin. Nina. Oh. So, haben wir es gezeigt? Es hat geladen. Katja und ich haben eine Maske an. Wir sind richtig kreativ. Hier haben wir noch einen Taucher. Ah ja, den Hier haben wir noch vorne nicht ist noch gesehen. was los. Oh, Versailles hat sich auch schon umgezogen. Als was? Ein Pirat! Genau dasselbe, was sie bei meiner Party anhatte. Echt? Ja, da hatte sie auch genau dieses Kostüm an. Cool. Aber scheinbar findet sie es hier gerade stinklangweilig. Aber gut, wir haben ja auch kein DJ mehr. Also. Ja, ehrlich. Oh, hier ist noch ein Ninja oder sowas. Ist das Ja. nicht der DJ? Nee. Nein. Ach nee, der Dings wollte ich sagen. Nein. Feli! Oh, Ein Feli! Kätzchen? Oh! Ah, oh, die ist ja cool. Also Und die die waren jetzt da Feli. hinten. Aber die Feli ist ja putzig. Wie war das jetzt Oh. richtig so? Ich töte das kleine Kätzchen. Ja. Oh, ist das witzig.
Ach Ja, Gott. aber das gerade die Feli, dieses süße Ding anhat, Ja, das ist halt echt das ist so cool. süß. Was hat die Marion an? Eine Meerjungfrau. Voll die Oh, coolen Marion. Kostüme. Voll. Aber dass die Marion sich das Wasserthema nimmt. Marion, guck mal, du bist eine Meerjungfrau. Wunderschön. Sogar die Haare So hat sie viel sich nackte gemacht. Haut, wow. Ja. Ich Du bin bist ein ein Hotdog, Hotdog. Babsi. Ich bin ein Hotdog. Natürlich, du hast es ja auch prophezeit, dass wir sehr Ja, viele genau. Hotdogs Ich habe haben. das heraufbeschworen. Das war ganz normal. Das musste ja so kommen, ja. Ah. Oh Was Mann. ist der Andreas? Er hat auch so eine komische Maske an, Aber auch so der ein hat sich auch Psycho. was umgezogen. Ja, das stimmt. Der hat So haben ein wir alle. bisschen mehr gemacht als du und die Ja. Kater. Aber vielleicht kriegt ihr auch noch ein Ah. Outfit. Meinst du? Weiß ich nicht. Ich habe echt keine Ahnung. Vielleicht. Nee. Nee, aktuell nicht. Leider Ein nicht. Astronaut Nee. ist auch da. Das ist aber ein Oh. Gast, glaube ich. Genau. Die Feli. Aber die Feli ist nicht die Einfach als einzige Katze. Katze, oder? Da hinten Ja, da steht steht noch noch eine eine. Katze draußen. Stimmt. Und ein Tiger. Oh, ein T-Shirt. Ein Tiger, Feli. Willst du ein Tiger? Jetzt war die Pizza eigentlich schon da? Ich glaube schon. Ich weiß nur nicht, wo die die hingepackt haben. Ha. Wir haben dafür bezahlt, glaube ich. Tja, Ich bin mir gerade wir nicht haben so sicher. viel bezahlt. So, was geht denn hier ab? Oh, die Millie, die hat auch ein cooles Kostüm. Aber die So, so coolen ein Schuhe hat sie Putzmädchen. angelassen. Ja, klar. Natürlich, hallo. So. Gucken wir mal. Boah, der Timmy steht immer wie so ein Stalker irgendwo hinten und hört einfach nur zu. Tja, der Timmy, der ist halt, der will alles mitkriegen, aber nicht Ja, auffallen, ja. so in der Art. Aber Ja, das ja. kriegt er nicht so hin, weil er fällt ja auf. Ja. Da ist die Grace. Wir gucken mal eben hier. Oh, hier Oh. ist was kaputt. Das ignorieren wir jetzt einfach mal. Oh. Wen stören wir denn hier? Lunaria. Irgendwie sind alle sehr demotiviert. Wir haben schon wieder für irgendwas Geld bezahlt. Was ist hier los? Oh Gott, ey. Leute, esst Hallo. was, Hey. Leute, spielt mal und furzt nicht so viel. Ich kann Echt. ja mal, wir können ja mal Musik anmachen. Komm, wir machen mal Genau, machen wir Musik an. mal unten Haben wir irgendwie. hier oben eine Ah, ich bin Musikanlage? mir gerade nicht sicher, ich glaube nicht. So viel Luxus haben wir dann auch nicht. Da machen wir unten Musik an. Haben wir unten eine Ja, da Musikanlage? links. Falls ihr das nicht wusstet, Babsi und ich sind super im Erklären. Also, wie ihr merkt, wir sind 1A. Also bei der unter dieser schwebenden Palme von oben. Dieses futuristische Ding. Jetzt ein bisschen unsere Romance. Gleich bist du drauf? Ja. Ja, dann machen wir das Einschalten. mal an. Lautstärke hoch, umschalten auf Pop. Los, Leute, Musik ist an, kommt Genau, dann kannst tanzen. du auch die ganzen Lichter einschalten unten. Vielleicht wollen sie dann tanzen. Stimmt. Ah, guck mal, sie fangen auch Ja, oh, direkt an. Mano, Volle geh weg. Power. Ja, die tanzen. Cool. Ich brauche ein Foto Man von muss euren. sie Oh, so nur coole ein bisschen dazu Kostüme. zwingen. Genau. So, oh, Nina ist direkt schon hier. Foto bereit. Naja. Ja, Ich Nina, was ist weiß denn es. los? Nina ist Oh, nicht was so ist denn? ganz bereit. Oh. Irgendwas gefällt ihr nicht. Sie ist mit irgendwas nicht zufrieden. Ich stehe im Vielleicht Vorjahr. weil der DJ fehlt. Das mag sie nicht. Ja. Ja, ihr seid so cool. Wo sind unsere Gäste? Warum feiern die nicht mit? Oh, die Vanessa hat richtigen Hüftschwung. Also die Oh. Nina hat keinen Bock zu tanzen. Nee, irgendwie nicht. Die Sogar sagt, die es ist ihr zu Marion eng. tanzt. Guck mal, die Die ist echt putzig, Feli. die Feli. Nina. Irgendwas hat schon wieder mit dem Kühlschrank. Ja, aber ich habe den doch neu platziert. Ja, ich Ich weiß nicht, kann da sind gar sie nur nicht. kochfaul. Guck mal, wir beiden stehen auch hier. Ja. Wobei ich auch so ein Na, auch bisschen die verzweifelt Mutti. ausschaue. Ach. Ja, guck mal, die Feli. Ich finde die Feli so cool. Die ist Yeah. voll am Abschäkern. Der macht das Spaß heute. Party. Oh Ja. Mann. Die Katja auch mit ihrer komischen Maske. Ja, ich weiß nicht, vielleicht haben wir euch gezwungen, euch umzuziehen. Alle Ja, anderen ja. waren voll Feuer und Flamme für das Motto der heutigen Ja. Party und ihr zwei dachtet euch nun, Ja. nein. Ah, und die Vanessa Nicht auch. heute.
Nicht heute. Ja, die Vanessa. Aber zur Vanessa passt. Mann, Caro, ich wollte gerade ein Foto von ihr machen. Zur Vanessa passt das irgendwie ganz gut dazu, ja. Ach, die Marion. Die fühlt das halt wirklich. Die Marion ist irgendwie die begeistertste überhaupt. Wobei die Feli ist dann ganz dicht dahinter schon. Die Feli mit diesem Katzenkostüm, ich liebe das. Die das beiden sind mein Favorite heute. Ja, definitiv. Aber die Feli, die hat das ja auch alles organisiert. Also das ist ja Felis Wunsch gewesen. Oh, naja, mehr oder weniger. Ja, Felis gezwungener Wunsch. Aber genau. Lunaria hat auch Spaß. Ja, die hat auch Spaß. Oh, das ist so süß. Die Party war richtig cool. Die war so toll. Guckt, ich bin ein Kätzchen. Ich habe mich so gefreut. Ich habe einfach mir ein Kätzchenkostüm besorgt. Das ist doch süß, oder? Oh, ja, und dann haben wir getanzt. Und wir hatten einen Barkeeper. Und wir hatten einen DJ und einen Akrobat. Oh, das war so toll. Es hat so Spaß gemacht. Ich hoffe, wir feiern nochmal Party. Ja! Ein Timmy kommt. Ein Timmy. Was macht der hier? Ein Timmy. Und ein Andreas kommt. Tanzen. Oh, aber wir gehen alle. Oh, Andreas. Nein, aber der DJ kommt doch. Oh, Leute. Der ist zu langsam, der Kelvin DJ. Der denkt nur immer, er wäre der Oberchecker und Ding. Nee, irgendwie wollen die nicht so ganz. Ein Taucher. Wo bleibt der denn? Da. Da ist er. Ja, langsam halt. Hat's voll verbockt. Ja. Den liest sogar lieber. Och, Mano. So, manchmal hat man Kelvin. Das Gefühl, dass da irgendwie der freie Wille nicht so ausgeprägt ist. Ja. Ach, guck mal, Timmy und Elena. Ja. Jetzt geht alle zum DJ. Scheinbar macht das nicht so schlecht. Ja, wir gucken mal, was sagen die Gesichter. Naja, der Einzige, der es toll findet, ist hier Edelmund. Und die Feli, die hat auch gerade genickt. Vorne. Ja? Ja. Aber irgendwie sieht die auch ein bisschen... Nee. Was soll denn das? Sie soll Party machen. Ja, ehrlich. Hey, nette Party, aber ich muss jetzt leider gehen. Das ist... Quatsch, alles gut. Wo ist denn die Feli? Komm mal her. Wo bist du denn? Bei der nächsten Party stellen wir auch noch einen Essenstisch oder so auf. Ja, genau. Da irgendwas gibt's auch was zu essen. Da. Was machst du denn jetzt, Feli? Oh, wieso ist da ein Bitte Hund? Sich zu benehmen? Hä? Das ist ein Hund Wer hat denn seinen Köter mitgeschleppt? Nein. Was sind da draußen? Die sind alle beide. Oh, die wollen alle den armen Hund anmeckern. Oh Mann, was hat ihr denn gemacht? Alle, aber wirklich alle. Das ist die Hauptattraktion, der kleine Hund. Oh Mann. Oh, guck mal, Mutti will ihn nicht ankacken. Die hat sich einfach mit ihm angefreundet. Ja. Oh, aber der macht schon Blödsinn. Ja, der ist schon ein bisschen... Ja, dem ist halt langweilig. Wir haben hier nichts für Hunde. Na gut, so langsam neigt sich der Tag auch dem Ende zu, sagt man das so? Ja, ne? Ja. Die gucken, glaube ich, alle mal ein bisschen dem Hund weiter zu und unten ist nicht mehr so viel Party. Also vorhin war schön, jetzt sind unten nur noch Lunaria, die, das ist einfach, weil die sind beide Hotdogs, weißt du, die müssen, Lunaria, vielleicht ein bisschen nicht so ans Feuer. Die müssen sich einfach gegenseitig unterstützen, weil die sind ja beide Hotdogs. Genau. Also, wie erwartet, wir Hotdogs, wir haben das schon richtig gut gemacht. Ich hab's euch ja gesagt. Ich verkleide mich als Hotdog und ja, wir waren ein gutes Team. Sogar der Kelvin, also unser cooler DJ zum Schluss, war auch ein Hotdog. Also ich würde mal sagen, Hotdogs an die Macht! Danke fürs Zusehen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Genau. Tschüssi. Tschüss.